Hallo, ich bin Christian, Gründer von Krotus Computer. Seit fast 9 Jahren fertigen wir mit viel Liebe zum Detail individuelle Gaming-PCs, perfekt auf deine Wünsche abgestimmt. Überzeuge dich selbst und schau auf unserer Website vorbei. Sea of Stars. Alles an diesem Rollenspiel ist ein Klassiker. Klassischer Retro-Look mit einem großen Teil Secret of Mana und Chrono Trigger. Das alles in einer modernen Engine, die uns in eine herrlich detailverliebte und lebendige Spielwelt einlädt. Eine klassische Heldenreise in ein Universum voller Fantasie und Geheimnisse, Dungeons, Sidequests und einer Bedrohung für die gesamte Welt. Der stellen sich unsere Helden während ihrer Coming-of-Age-Geschichte entgegen. Klassische Musik, die es trotz ihrer Bandbreite an Stilen und vollmundigen Instrumenten irgendwie schafft, dieses nostalgische MIDI-Gefühl aus der 16-Bit-Ära hochleben zu lassen. Hätte Nintendo damals das SNES als upgradefähige Konsole konzipiert, Sea of Stars wäre ein Rollenspiel für die aktuelle Version des Super Nintendo. Sea of Stars ist ein etwas kürzeres Abenteuer, zeigt sich mit seinen um die 30 bis 40 Stunden Spielzeit samt Nebenmissionen aber auch sehr kompakt. Großplatz für Filler gönnt sich das gute Stück kaum, weswegen wir euch nicht zu viel von der Geschichte erzählen möchten, um Spoiler zu vermeiden. Denn so gut wie alles, was ihr an Erzählung in dieser optisch enorm wandlungsfähigen Welt aufschnappt, schleicht sich irgendwann in eure eigene Storyline. Manchmal mehr, manchmal weniger prominent. Nur so viel sei verraten. In Sea of Stars schlüpft ihr in die kombinierte Haut zweier Leitcharaktere, Sail und Valere. Die beiden sind Krieger der Sonnenwende, deren Rolle es ist, ihre Welt vor einem gewaltigen, uralten Unheil zu bewahren. Dafür trainieren die beiden ihre gesamte Kindheit über, bevor sie dann als fertig ausgebildete Helden auf Reisen gehen, um sich ihrem Schicksal zu stellen. Euch erwartet eine kurzweilige Geschichte, gespickt mit übermächtig scheinenden Feinden, unerwarteten Freunden, Verrat, Hoffnung, alten Artefakten, mächtigen Waffen und jeder Menge Level-Ups bei herrlich fetziger Musik. Inhaltlich macht Sea of Stars so gut wie gar nichts neu, muss es aber auch nicht. Getragen wird das Spiel durch sein hervorragendes Gameplay. Dazu später mehr, jetzt haben wir nämlich erst einmal einiges zu motzen. Ein Schwachpunkt sind für uns insbesondere die Charaktere, gerade Sail und Valere als Hauptprotagonisten. Die beiden sind liebenswert, klar. Aber unterm Strich sind sie nur zwei Kinder, die wortwörtlich in eine Ausbildung zum Abenteurer fallen, diese abschließen und sich dann aufmachen, um eine Welt zu erkunden, die wie für ihre Abenteuer gemacht scheint. Mehr ist da aber nicht. Von der Tiefe eines Kayan oder Edgar aus einem Final Fantasy VI oder eines Frog aus Chrono Trigger oder eines Ryu aus Breath of Fire sind die beiden weit entfernt. Der beste Vergleich ist da vielleicht erneut Secret of Mana. Der Junge und das Mädchen dort gehen eigentlich auch nur vor die Tür, um einem Pogo-Puschel auf den Kopf zu kloppen. Witzigerweise ist das erste zusätzliche Partymitglied, dem ihr in Sea of Stars über den Weg lauft, da deutlich spannender als die zwei Haupthelden. Gal, unseren gutherzigen Combat Wombat, lernt ihr ja quasi schon zu Beginn des Spiels kennen. Er wird eigentlich nur durch seine optimistische Natur geprägt, aber selbst das langt schon, um Sail und Valere als blasse Figuren zu überflügeln. Die zusätzlichen Charaktere, die deutlich später im Spiel auftauchen, sind noch besser. Aber dazu sagen wir bewusst nichts, weil Spoiler, sehr viel Spoiler. Kein Blatt vor den Mund nehmen wir aber, wenn wir uns die Relikte in Sea of Stars anschauen. Diese Mutatoren sind eine echt verschenkte Spielmechanik. Wenn ihr Relikte findet oder beim Händler kauft, könnt ihr durch Knopfdruck im Menü bestimmte Aspekte des Spiels verändern. Beispielsweise dürft ihr vorgeben, dass sich eure Lebens- und Magiepunkte nach jedem Kampf auffüllen, was Sea of Stars deutlich leichter macht. Oder ihr entscheidet euch für einen dauerhaften Preisnachlass von 10% bei allen Händlern. Oder ihr erhöht massiv das Timingfenster für effektive Attacken und Blocks. Nebenwirkungen dieser Relikte? Keine. Die Höchstzahl gleichzeitig aktivierbarer Relikte? Keine. So werden sie im Prinzip zu kaufbaren Cheats degradiert. Sie hätten aber durch spürbare Nachteile oder wenigstens Einsatzbeschränkungen eine spannende zusätzliche Strategieschicht sein können. Schade.
Und dann gibt es noch so ein paar Kleinigkeiten, die uns ab und an die Zähne zusammenbeißen lassen, während wir mit unserer Schaluppe durch die Spielwelt schippern. Hin und wieder, vor allem bei Bosskämpfen, neigt Sea of Stars dazu, ungefragt die Aufstellung unserer Partyreihenfolge zu verändern. Das ist jetzt kein Kategorie-Lavos-Weltuntergang, aber es ist halt auch nicht gut fürs Muskelgedächtnis. Ein paar kleine Rechtschreibfehler und vergessene Buchstaben sind eine minimale Kerbe an der ansonsten echt guten deutschen Übersetzung, die auch den Humor und das Flair von Sea of Stars sauber einfängt. Dass sich Gals Sprite Sheet hin und wieder nicht ganz entscheiden kann, auf welcher Seite die Sache mit seinem Auge passiert ist, verzeihen wir dem Spiel ebenfalls. Ein echter Schnitzer ist dagegen, dass einige der Charakterskills oft von der Geometrie der Umgebung behindert werden. Ein hervorragendes Beispiel ist etwa Valeris Mondarang-Skill. Während unseres Spieldurchgangs ist die gute Mondkriegerin mehr als einmal hinter einem Baum oder sogar in einem Gebäudeteil auf der Spielkarte gesprungen, weswegen wir ihren Mondarang nicht timen konnten. Wir haben schlicht nichts gesehen. Bei dem ersten Skill des ersten geheimen Charakters ist das Problem sogar noch deutlich schlimmer. Zweimal haben es sogar Gegner im Kampf hinbekommen, ihre Spezialattacken hinter Sichtblockaden zu verstecken. Die Angriffe haben wir dann natürlich voll auf die Waffel bekommen. Zum Schluss des Wut- und Kummerabschnitts unseres Videos möchten wir dann noch ansprechen, dass wir es gerne hätten, dass ein Druck auf unsere Menütaste auch tatsächlich das Spielmenü auf den Bildschirm bringt. Ja, auch mitten im Kampf. Wenn wir ein schlecht laufendes Gefecht gerne resetten würden, sollten wir dazu nicht das ganze Spiel neu starten müssen. Aber genug rumgenölt. Sea of Stars ist nämlich trotz seiner spürbaren Schwächen ein sehr gutes Spiel. Es punktet insbesondere mit einem genreklassischen Equipment-Ansatz und vor allen Dingen den exzellenten strategischen Waffengängen. Dazu gleich mehr. Was eure Items angeht, könnt ihr alle eure Figuren natürlich erstmal mit Waffen und Rüstungen ausstatten. Wesentlich spannender sind aber die drei magischen Gegenstände, die jeder eurer Helden tragen kann. Zwei dieser Items sind von überschaubarer Durchschlagskraft, gönnen eurem Charakter vielleicht ein paar zusätzliche Hitpoints oder eine erhöhte magische Verteidigung. Das dritte Arcane-Add-on ist aber deutlich mächtiger. Wie wäre es denn mit plus 20 HP für jedes Partymitglied? Oder der Fähigkeit, die verbliebene Lebenskraft der rundenbasiert zu bekämpfenden Feinde auf dem Spielfeld zu sehen? Auch die Option, Kombopunkte 10% schneller zu verdienen, sollte man nicht unterschätzen. Apropos Kombopunkte, diese speziellen Attacken sind ein hervorragendes Beispiel dafür, wie sich Sea of Stars einzelne Elemente aus den Kampfsystemen der legendärsten RPGs der letzten 30 Jahre zu eigen macht und als Best-of aufs Maul zu einem erstaunlich packenden Gefechtspaket zusammenschnürt. Wenn ihr euch im Waffengang durch clevere Attacken und Verteidigungsmanöver auszeichnet, sammelt ihr zum Beispiel die angesprochenen Kombopunkte, mit denen ihr dann die ultimativen Attacken einzelner Charaktere aufladen könnt. So wie bei Limit Breaks aus Final Fantasy VII. Diese ultimativen Attacken bestehen dann meist aus Kombinationsangriffen mehrerer Charaktere gleichzeitig, so wie bei Chrono Trigger. Einer der wichtigsten Eigenschaften dieser ultimativen Attacken, ebenso wie der weniger effektiven, nur mit Magiepunkten gefütterten Skills jedes Charakters ist, dass sie elementare Barrieren bei euren Feinden zerstören. Greift ihr die Gegner mit den richtigen Elementen an und vernichtet so sämtliche Barrieren, werden sie am Aufladen von Spezialattacken gehindert. Mit normalen Angriffen ladet ihr hingegen eure eigenen Fähigkeiten auf, so wie bei Octopath Traveler. All diese Aspekte kombiniert Sea of Stars zu etwas, was ihm zwar an keiner Stelle als Original gehört, in seinem Remix aber unheimlich gut zieht. Es gibt aber zwei Aspekte, die uns an den Kämpfen in Sea of Stars noch besser gefallen als das hervorragend ausgefeilte Basiskonzept. Nummer 1. Der starke Fokus auf Timing. Fast jede Attacke eurer Mannschaft und fast jeder gegnerische Angriff lassen sich durch das Drücken der Angriffstaste exakt im Moment des Einschlags teilweise massiv zu euren Gunsten umwuchten. Für einige besondere Skills braucht ihr sogar einen präzisen Rhythmus, um ihr ganzes Potenzial zu entfesseln. Besonders Mondarang. Mondarang ist der Hammer. Mondarang bleibt auch der Hammer bis zum Ende des Spiels. Abgesehen von dem starken Fokus auf Timing, was euch in den Gefechten angenehm aggressiv bei der Stange hält, begeistert uns dann noch Aspekt Nummer 2, das Tech-In-Party-System.
Immer dann, wenn während einer Kampfrunde einer eurer schlagkräftigen Helden am Start ist, könnt ihr ihn gegen ein anderes Partymitglied austauschen. Und zwar ohne Rundenverlust oder sonstige Nachteile. Ihr braucht gerade dringend einen besonderen Skill, den nur einer eurer Charaktere drauf hat. Tauscht ihn einfach von der Ersatzbank und dann sofort rein ins Gefecht. Oder einer eurer Helden ist kurz vor dem Ableben, dann holt statt ihm schnell Gal und seine gut genährten 200 Hitpoints auf die Bühne. Überhaupt ist das passive Partysystem für die Ersatzbankcharaktere in Sea of Stars ein Traum. Das Wichtigste vorweg, alle Helden leveln gleichzeitig. Wann immer eure aktive Party eine Stufe aufsteigt, gilt das auch für alle anderen Mitglieder der Truppe. In den herrlich antreibenden Level-Up-Screens dürft ihr euch sogar für sämtliche eurer Recken Eigenschaftsverbesserungen ganz nach eurem Geschmack auswählen. Zusätzlich zu den sowieso schon erhöhten Werten. So züchtet ihr euch Schritt für Schritt eure Wunschcharaktere heran. Weniger genutzte Figuren inklusive. Besser geht's nicht. So macht sogar ein bisschen Grinden Spaß, auch wenn das in unserem Durchspielen eigentlich nie nötig war. Wir sind aber auch nie vor Feinden auf der Karte geflüchtet. Warum sollten wir auch? Jedes der Gefechte macht dank des saustarken Kampfsystems einfach dermaßen viel Spaß. Es kommt sogar noch besser. Erinnert ihr euch noch an die drei magischen Gegenstände, die jeder Charakter ausrüsten kann? Das dritte Item davon, das Artefakt, strahlt auch von Helden aus dem Off ins aktuelle Kampfgeschehen. Das heißt, selbst wenn Krieger Nummer 4 gerade nicht selbst im Gefecht steht, wirkt sein Artefakt trotzdem auf die aktiv zuschlagende Party. Das erlaubt cleveren Spielern sehr mächtige Ausrüstungskombinationen, wenn man fleißig die zahllosen in der Welt versteckten Schatzkisten jagt und viel Geld für das beste Equipment vom Händler sammelt. Gebt aber nicht alles für Schwerter und Zauberringe aus, sondern spart einen Teil eures Geldes auch, um die Kochzutaten zu kaufen, die ihr in der Spielwelt nicht sowieso schon finden oder angeln könnt. Denn das überraschend nützliche Kochsystem ist euer wichtigstes Werkzeug, um euch mit leckerem Futter in besonders brenzligen Situationen gesund und kampfkräftig zu halten. Oder, falls das keine Option war, eure Partymitglieder besonders schnell wiederzubeleben. Am meisten Spaß macht es übrigens, nicht einfach nur so zu kochen, sondern am Speicherpunkt ein Lager aufzuschlagen, euch dort mit euren Partymitgliedern zu unterhalten und euch dann genüsslich auszuruhen, um Lebens- und Magiepunkte zu regenerieren. Eine schöne Idee für guten Zusammenhalt in der Gruppe, einen ruhigen Moment vor gefährlichen Bossgegnern und bei Bedarf auch den ein oder anderen Richtungshinweis, falls ihr mal nicht weiter wisst. Einen solchen Hinweis bekommt ihr an dieser Stelle von uns. Geht zum Downloadportal eurer Wahl, sucht nach Sea of Stars und gönnt euch das Spiel. Es ist ein tolles Teil, das bei seinem anvisierten Publikum keine rosa Retrobrille braucht, um bestehen zu können. Das Spiel findet zwar kaum Innovation in einem ehrlicherweise schwierig zu erneuernden Genre, muss sich für seinen Erfolg aber auch nicht an Nostalgie klammern. Sea of Stars steht auf dem Fundament vieler RPGs, die vor ihm kamen. Das aber auf seinen eigenen Füßen.